Für mich ist Platten einfach mit das Spannendste überhaupt. Ist auch egal, ob man irgendwo lang geht, ob man sich an eine Wiese stellt oder auf einem Hochsitz sitzt, es ist halt immer spannend, weil es kann wirklich aus jeder Richtung irgendwas passieren. Das Fiepen, dann die pure Spannung durchgehend und wenn dann Bock anwechselt, ist für mich das schönste der Gefühle bei der Jagd. Wo man, oder wo ich zumindest immer sehr stark darauf hinfieber und mir dann auch die Zeit nehme, die Blattzeit in vollen Zügen genießen zu können. Also prinzipiell ist das erste Zeichen, wenn du wirklich siehst, dass du die ersten Böcke anfangen mal zu treiben. Also das Kameras ist natürlich ein so ein Hauptaspekt, wo man irgendwas im Wald mitkriegt. Oder halt, wenn man unterwegs ist, auch wenn man mit dem Auto unterwegs ist und ich irgendwo halt sehe, selbst in anderen Revieren, okay, ihr treibt gerade einen Bock, dann ist ein Zeichen dafür, dass es langsam losgeht. Das ist immer die Sache, ob das in dem eigenen Revier genauso ist. Aber ob sie wirklich jetzt schon, ob die Ricken halt wirklich bereit sind, also brunftig sind und die Böcke auch Lust haben, aufs Platten zu reagieren, das muss man halt so ein bisschen antasten und ausprobieren. Also entweder es funktioniert oder es funktioniert halt gar nicht. Man muss halt diesen einen oder diese beiden Tage, die es in diesem gesamten Zeitraum der Blattzeit gibt, die muss man halt abpassen, also wo es wirklich läuft, wo man an jedem Platz quasi den Bock, der da auch steht, ranblatten kann. Das passiert aber nicht irgendwie jeden Tag, sondern es gibt halt wirklich nur diese speziellen Tage, wo es halt, wo es einfach brummt im Wald. Und die muss man halt treffen, aber da kein Mensch weiß, wann diese Tage sein werden, muss man halt über den Zeitraum, ich sag mal, 1. August bis 5., 6. August wirklich täglich irgendwie im Wald sein, morgens, mittags, abends, wenn es die Arbeit zulässt und dann einfach blatten, was das Zeug hält. Und irgendwann wird dieser Tag dabei sein und dann macht es richtig Spaß. Ich gehe gerne pirschen, weil ich habe zumindest das Gefühl, man sieht viel mehr. Natürlich macht man auch ein bisschen Unruhe, aber man hat viel mehr Felder, die man begucken kann. Man guckt nicht die ganze Zeit aufs gleiche Feld. Und dadurch, dass man Feld für Feld abgeht, ist natürlich auch die Chance deutlich höher. Also wenn morgens der Wecker klingelt, denke ich mir jedes Mal, warum mache ich das eigentlich? Aber sobald ich dann im Revier bin und die Sonne aufgeht, dann denke ich mir, schöner geht's eigentlich nicht. Also das ist das Schönste bei der Jagd morgens, wenn die Sonne aufgeht, es blüht alles, Traum. Ich bin der Meinung, dass er vollkommen in Ordnung ist. Stock. Stock ist viel zu tief. Prinzipiell ist es, glaube ich, in Feldern einfach, aber du viel mehr sehen kannst. Im Sommer ist es im Wald, ich meine, wir sehen es um uns rum, es ist grüne Hölle. Das heißt, ein Stück Rehwild zu sehen, ist schon schwierig. Und dementsprechend ist es im Wald, glaube ich, eher ratsamer, sich an eine Schneise zu stellen, an eine Freifläche zu stellen und da halt zu blatten, wo man auch ein bisschen was sehen kann. Weil hier in den Brombeeren mag sein, dass ein Bock durchzieht, vielleicht nähert er sich auch. Aber bis wir ihn sehen, hat er uns vielleicht mit aufgrund von Wind oder anderen Sachen. Es knackt einmal, was auch immer. Deswegen im Feld finde ich es super, auch so an Feld- und Waldkanten, Knickkanten oder so, macht mega Spaß. Ist eigentlich auch immer relativ erfolgsversprechend, weil das Wild da auch steht und sich aufhält. Böcke fegen an den Knicks oder so. Wir haben es auch heute Morgen gesehen. Man geht die Waldränder lang und man sieht, wo er Bock fegt. Und dann ist er auch irgendwo in der Nähe. Also ich per se würde sagen, zum Pirschen ist das Feld deutlich besser geeignet. Zum Ansitzen oder sich irgendwo in eine sonnige Ecke zu stellen, macht es im Wald, glaube ich, auch noch einfach sehr viel mehr Spaß.
weil man halt nicht sofort alles sehen kann, dass es ein bisschen spannender ist. Im vierten Stand oder so hatten wir dann Damm Altier mit Kalb. Das war dann der erste Anblick, den wir hatten, sonst war Totentanz. Und liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass es speziell in dem Waldgebiet ist, eher sich in die Nachtstunden verlagert, aufgrund von sehr hohem Besucherdruck. Dann hatten wir aber beim fünften Stand, glaube ich, war es, nachdem wir da fiebenderweise zum Stand gegangen sind und uns dann ganz kurz eingekriegt haben, direkt weitergewirtet haben, direkt auch eine Antwort in Form eines sehr guten Bockes. Ich konnte ihn nicht ganz genau sehen, aber so aus den Augenwinkeln sah er für mich, zumindest für die Verhältnisse, sehr gut aus. War dann sehr spannend, weil er uns leider sofort mitgekriegt hatte. Mit schlechtem Wind ist er da gekommen und hat uns dann mehrfach umschlagen. Und genau über die Lücke, wo man ihn hätte dann noch erlegen können, ist er leider nie gekommen und hat sich dann still und heimlich verdrückt. Und dann haben wir aufgehört, weil, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man einen Bock quasi verblattet hat, also wenn man geblattet hat, der Bock kommt, man kommt dann nicht, es kommt dann nicht zur Erlegung des Bockes, sondern er kriegt irgendwas mit und haut wieder ab, dann ist es erstmal relativ schwierig, diesen Bock in der Blattzeit nochmal ranzublatten. Das kann gegen Ende nochmal funktionieren, aber eigentlich ist es, der ist erstmal, der hat sich gemerkt, dass da irgendwas durch dieses Fiepen nicht ganz in Ordnung war. Wir werden sehen, ich werde es nochmal versuchen auf dem Bock, weil es war, glaube ich, ein ganz interessanter, also hat mich angefixt und mal gucken, ob er nächste Woche nochmal springt. Wir haben uns da nochmal halt an dieses, ja, in diese Dickung, was ist ja nicht mal Dickung, in dieses Ödland gestellt, ein bisschen Erlenbruch und Eschen. Und ich habe einfach ganz normalen Rickenfieb angefangen. Dann wartet man so ein bisschen, passiert halt nichts. Dann probiert man halt rum, ob man noch einen Sprenglaut macht. Man kann auch einen Angstschrei machen, mag ich nicht so gerne, weil es mir zu aggressiv ist, zu unruhig. Und was bei uns, glaube ich, der Knackpunkt war, weil wir es auch vorher kurz hatten mit der Ricke, war der Rickenfieb, der Kitzfieb, aufgrund dessen die Ricke gekommen ist, die den Bock, bin ich mir zu 100% sicher, im Schlepptau hatte. Verraten hat es uns aber die Wildkamera, wo er drauf war, oder wo zwei Stück Rehwild drauf war, wo ich meinte, ich glaube, da treibt einer, wir können es dann nochmal probieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da der Kitzfieb war. Und das ist, man muss es ein bisschen ausprobieren. Zum Ende der Blattzeit ist es leichter, die Böcke zu kriegen, weil sie Ricken suchen und dann eher darauf reagieren, wenn man irgendwie fiebt wie eine Ricke oder einen Sprengruf macht. Zum Anfang stehen sie halt auch manchmal schon bei irgendwelchen Ricken und warten halt nur darauf, dass sie endlich loslegen können. Da, glaube ich, ist es vielleicht auch ganz cool, mal mit Kitzfieb zu versuchen, weil die Ricken sind noch voll drauf getrimmt, selbst die Schmalrehe, die, wenn man Kitzfieb macht, eigentlich springen die sofort. Und wenn der Bock dann bei ihr steht, läuft er eigentlich mit. Er lässt sie nicht alleine, so wie der heute auch. Der wirklich, wir haben die Ricke gesehen und ich meinte, da steht 100% noch ein Stück. Wir haben es nicht gesehen, wir haben wieder gesehen, wie sie irgendwie da um die Ecke rumgekommen sind. Von daher, der hat sich ganz heimlich verhalten, hat aber die Ricke nicht aus den Augen verloren und blieb ja dann zum Glück einmal aufs Anschrecken lieber stehen, aber nicht passend, aber kam ja zum Glück noch mal raus und war der Meinung, er müsste unbedingt noch mal plätzen. Aufgrund dessen wir ihn halt strecken konnten, weil er einfach einmal sauber breit stand. Manchmal darf man halt nicht aufgeben. Ich meine, wir haben über 5 Stunden gearbeitet für den Bock. Es hat am Ende doch gepasst und es ist ein Abschlussbock noch dazu, ein passender. Ein super interessanter Bock. Also ich bin rundum glücklich, nur der Weg dahin war echt anstrengend. Ja, bei der Blattjagd liebe ich besonders, dass dieser pure Nervenkitzel, dauernd ist irgendwas möglich durch das Fiepen. Man hat zumindest das Gefühl, jeden Moment könnte der Bock jetzt hier um die Ecke kommen. Und das ist diese pure Spannung, das hat man ja sonst nicht. Wenn man sich jetzt normal auf den Ansitz setzt, wartet man seine Zeit, kommt der Bock, kommt er oder kommt er nicht. So, wenn er nicht kommt, dann war es halt. Bei der Blattzeit, machst dich fertig, fiebst und auf einmal kann im nächsten Moment auf einmal vor dir stehen. Kann sofort angerannt kommen. Das ist das, was es für mich ausmacht.
Ich hab den hier ausprobiert. Sogar ich die ganze Zeit hier so, Leute, hier, guck mal, hier, den hier. Hat ihn gar nicht interessiert. Ich so, okay, probier ich den mal aus. Kollege, als wir auf dem Sitz waren, kam er mit meinem Fiepen. Wann? Mit dem Blatter. Wo? Als wir den anderen Bock angefiept haben, da und kam, auf einmal stand er da. Da kam gar nichts an. Die sind der abgehauen. Die sind abgehauen und dann hier stellen wir uns hier. Nein, der hier. Ne, aus dem Horn geschnitzt, so. Da kommen sie. Ich sag's dir. Komm. Ah, das würde ich jetzt beißen. Max, ein extra großer Bruch für dich, für diese traumhafte Erlegung. Alter, die Mütze vergessen. Ja, also das fehlt noch, die Mütze. Waldmannsheimer. Waldmannsdank, vielen Dank. Das war ein tolles Erlebnis. Für mich könnte das ganze Jahr über die Blattzeit sein. Aber wenn ich morgens rausgehe zum Morgenpirsch, dann ist es für mich klar, dass am besten, wenn man noch mit einem Kumpel unterwegs ist, dann wird danach der Grill angeschmissen, dann gibt es schön Frühstück. Und das lässt man nochmal den Tag oder den Morgen Revue passieren. Den Rehbock A zu überlisten und die Ricke nachzustellen, Laute von sich zu geben, ein bisschen wie das Wild zu denken. Und vor allem, was mir im Wald auffällt, dass man häufig Böcke dann, wenn sie aufs Platten reagieren, dass man Böcke entdeckt oder auf einmal auftauchen, die man halt das ganze Jahr gar nicht sieht. Da Rehwildjagd, oder das Jagen auf Rehwild quasi meine liebste Jagdart ist oder auch meine liebste Wildart, ist das natürlich der Höhepunkt im ganzen Jahr. Für mich beginnt das Jagdjahr mit dem Maibock und im Juni gehe ich eigentlich gar nicht zur Jagd, Anfang Juli auch nicht und dann erst wieder zur Blattzeit so wirklich, weil das ist eigentlich für mich Jagd, die Blattzeit, die Rehböcke in der roten Decke, das ist das Schönste für mich. Und dann kommen natürlich die Drückjagden, dann kommen die Wurm vorher noch mit Dammwild, Rotwild. Aber für mich könnte das ganze Jahr über die Blattzeit sein.